Moin YouTube. Wen haben wir heute am Start? Der TA ist wieder am Start. TA Sports. Richtig. In der Haus. Wir sind bei Kaufland. Ich habe es ja vielen versprochen. Die Kaufland Edition mit den geilsten Fitness-Lifestyle-adäquaten Produkten. Die werden wir heute mal machen. Und Arne gibt mir heute seine Tipps ab, was man richtig einkauft. Ja, ihr wisst ja, wir sind beide ja so ein bisschen nach dem Motto High Carb, Low Fat unterwegs, deswegen passt das ganz gut. Aber ich werde euch alles zeigen, was passt. Auch für High Fat, Low Carb vielleicht. Werdet ihr gleich sehen. Mehr geht nicht, grüner Spargel ist. Heute hier der Tipp überhaupt. Grüner Spargel. Hat jetzt nicht unbedingt mit Fitnessfood zu tun. Schmeckt aber natürlich einfach geil für euch. Einfach geil. Leute, ansonsten, für die Leute aus Deutschland, die es noch nicht kennen, Süßkartoffeln. Kartoffeln. Die sind bestimmt auf der anderen Seite. Nee, haben sie gar nicht. Haben sie gar nicht hier. Sonst sind sie immer noch verpackt. Also da ist Kaufland übrigens ein Top-Supermarkt für geile Fitness-Food-Sachen, aber die sind auch oft aus. Süßkartoffeln haben sie heute zum Beispiel gar nicht. Leider. So. Ja, das ist jetzt die Tims Abteilung. Das ist meine Abteilung da vorne. Kidneybohnen und weiße Bohnen ist momentan mein A&O. Ja? Momentan sieht aus eine Dose Kidneybohnen, eine Dose weiße TK-Gemüse. Und dann zur Arbeit in die Mikrowelle. Das ist so momentan mein Mittagessen. Wenn es schnell geht. Ja, wenn es wirklich schnell gehen muss. Leider ja. Ich auch ein ganz großer Fan von Rote Beete. Rote Beete mal. Es gibt die leichte Variante. 30% weniger Kalorien. Das heißt, auf 100 Gramm habt ihr gerade mal 34 Kalorien, 5 Gramm Carbs. Also nix. Dänischer Gurkensalat, kennt ihr von Hotdogs etc. Und das ist halt eigentlich auch nur Zuckerwasser. Ja, auf 100 Gramm, 16 Gramm Kohlenhydrate. Also es kann man durchaus ein. Frau Wali, bitte rückwärts 20, Frau Wali, bitte. Kalorien. So, gehen wir noch zu den Brötchen. Zu den Breads. Zu den Bread. Was ich hier immer noch suche, na? Gibt es ein Vollkorn-Burgerbrot zum so kaufen? Fertige, gute Frage. Vollkorn-Burgerbrot, du meinst so richtige Buns? Ja, ja. Und das als Vollkorn? Okay. Gute Frage. Du hast dir auch die, die Zimtrollen geholt. Ja, von Ikea. Wusste ich gar nicht, dass die da gibt. Die sind super, ne? Zufällig gefunden. Ja, hab ja. Die noch nicht probiert. Die werden und auch erst über die Wochen. Echt? Ja, ich finde die super. Die Werte sind auch echt gut, ey. So, mein Go-To-Burger-Ersatz. Pita, Weizen. Haben auch super Macros von Mestemacher. Was hat man da auf 100 Gramm? Habt ihr gerade mal 1 Gramm Fett, 51 Gramm Carbs und immerhin noch 8 Gramm Eiweiß. Das heißt, ich glaube, ein so ein Ding ist roundabout 70, 80 Gramm. Ja, also von den Fettwerten top. Pita-Brot kann ich empfehlen. Für die High Carb Low Fett Fraktion gibt es aber auch. Glaube ich in allen anderen Supermärkten auch diese Variante. Ich gehe hier auch immer nach neuen Sachen. Cheddarbrot. Knusprige mit Olivenöl, das wird eher heiter. Das wird eher rausfallen. Fällt hier uns flach. Aber noch eine Sache, die ich uns zeigen kann. Machen Sie Fotos von unserem Produkt? Nein, wir machen keine Fotos. Ich mache nur Fotos von ihm. Ist das okay? Fotos von ihm sind okay, aber nicht Produkte. Nein, nicht von Produkten. Wir machen ein bisschen was für Sportkram. Gut. Ja. Alles gut. Wir machen wirklich keine Fotos von Produkten. Das ist, wegen den Preisen? Nee, und so? Achso, nee, ich mache nur von ihm, wenn das okay ist. Ja. Ansonsten sagen Sie Bescheid. Also Arne ist ein Verbrecher, Leute. Arne ist ein Verbrecher. Er macht hier wieder Fotos. Dabei machen wir ja gar keine Fotos. Ja, wird. Sondern nur Videos. Serious. Mittlerweile Serious hat, ich sag, Lidl hat alle.
alle gecovert. Jedes einzelne Produkt haben die gecovert. Und zwar wirklich genau, gleiche, ne? Genau alle Cookie Crisp, alle genau nachgemacht, 1:1. Aber richtig gut. Ja, die heißen ja Multigain. Multigain? Multigrain Rings. Multigains. Hab ich gerade, sind genauso. Echt? Lustigerweise haben die von Lidl 85% Vollkornanteil. Echt? Ja. Ich glaube 17. Ja, ich glaube 77 oder sowas. Die sind echt gut. Cheerios sind halt die, die am meisten Volumen haben. Deswegen nehme ich die auch gerne, weil die richtig viel Volumen haben und man einfach super viel zum Essen hat, ne? Nehme ich heute aber mal nicht mit. Aber was ich euch zeigen wollte, das Finchgauer Roggen Mischfladenbrot hat auch nur 1 Gramm Fett und 44 Gramm Carbs. Schmeckt sehr speziell, ist halt so Sauerteig, aber ist relativ groß, also auch Volumen. Habe ich eine Zeit lang richtig viel von gegessen. Doch, die nehme ich mal wieder mit, halt mal wieder Bock. Pita-Brot habe ich schon zu viel gegessen in letzter Zeit. Ja? Ja. So. Momentan bin ich auch immer so auf dem Ketchup Light Trip. Ja, genau. Das ist, hier unten ist auf jeden Fall schon mal die Kaufland Edition. Ketchup Light, 100 Gramm, 8 Gramm Kohlenhydrate, sogar noch 2 Gramm Eiweiß. Aber ich stehe ja so auf Curry Ketchup. Gibt es den auch als Light? Ja, es gibt den von Keller auch als Light. Das ist auch natürlich nur mit 8 Gramm Carbs. Aber auch der war letztes Mal aus. Natürlich haben wir auch schon erzählt. Ich bin echt out of orbit. Out of leicht, Ketchup. Jetzt krieg ich leicht Panik. mein Diät-Lifestyle gerät außer Rand und Band. Also, auch wenn wir die jetzt nicht zeigen können, hat natürlich einen hellblauen Deckel, wie alle Diätprodukte. Und hat dann echt nur noch 8 Gramm Carbs. Echt. Von Heller aus meiner Sicht schmeckt auch am Geist, wenn man auf Gewürzketchup steht. Aber den haben sie hier alle geplündert, glaube ich. Weil er so geil ist. Weil er so geil ist. Cheese-Abteilung. Genießerscheiben. 70% weniger Fett. Das heißt, ihr habt auf 100 Gramm sogar noch 5 Gramm Fett. Sage und schreibe 33 Gramm Eiweiß. Das ist echt so die Low-Fat, High-Protein-Variante. Schmeckt auch nicht ganz so geil. Also wenn er auf einem Burger oder so auf irgendwas zerläuft, ist er gut. Aber das ist wirklich schon sehr runtergefahren. Dann gibt es hier noch einen geilen Master mal in der Leitvariante. Würziger oder wie nennt man das? Geschmackvoller mag. Master mag. Nussig, wer es nussig mag. Der hat dann zwar auch schon 16 Gramm Fett, aber es ist halt auch alles moderat. Also eine so eine Scheibe geht da völlig in Ordnung. Habe ich aber noch einen rauen Mac. alles da. Immer gesaved hier jetzt. So, Mozzarella gibt es ja auch, das kennen die meisten, aber immer gerne als Brotaufstrich nehmen. Frischkäse light, ich mag die Kräutervariante. Also Kaufland hat echt viele Eigenprodukte. Müller Milchreis, ne? Aber nein, haben sie nicht. Da sind die nicht ausgestattet, du. Hat Edeka. Und ist wirklich, muss man gegessen haben. In Zimt, Natur und Kirsche. Und Zimt kann ich wirklich empfehlen. Ja. Genauso wie die Müllermilch gibt es auch als Light. Ja? Ohne Fats. Ach was. Ja. Nur ein bisschen Protes und Carbs. Und die ist richtig gut. Richtig, richtig gut. So, hier ist immer noch kein Ketchup. Dass wir den aus dem Sortiment mitgenommen haben. Alle, die
Carbs sparen wollen, ist, glaube ich, Alpro Soja die Go-To-Marke. Auch mit Geschmäckern. Und der Klassiker war, glaube ich, mal vom Start an die Mandelmilch. Mit sage und schreibe 100 ml, 24 Kalorien. Irgendwann ist dann die Kokos-Variante aus Reis dazu gekommen. Die haben die leider nicht. Und ich, die haben, glaube ich, nur 14 Kalorien auf 100 ml. Der Kokosmark schmeckt ja geil. Salz, Vanille, Schoko. Ungesüßte Mandelmilch, die ist auch ganz geil. Die ist wirklich schön lustig. Haben wir aber auch nicht. Ich nehme mal die normalen Milch. Wer auf Salami steht, von Stockmeier Go Light. Das ist so die low-fettste Salami, die richtig gut schmeckt, die ich kenne. Das heißt, ihr habt auf 100 Gramm auch nur 6 Gramm Fett. 25 Gramm Eiweiß. Also Go Light Stockmeier. Gibt es auch nur bei Kaufland, glaube ich. Obwohl es nicht die Eigenmarke ist. Habe ich auch noch einen grauen Mix. Oh, da. Alles vorhin. Bei mir stehen echt momentan nur Dosen. Alles fertig gesaked. Und dann mache ich mir meistens noch 2-3 Tupperdosen mit Flakes. Und dann ein bisschen Protein mit. Und dann kann ich es halt so schnell anrühren. Und ist da vorne wieder der Chefmeister, ey. Ist wirklich so, dass Rinder-Tatar Rinderhackfleisch fett reduziert. Hat wirklich nur laut Aussage die 3% Fett, also so wie es Rinder-Tatar eigentlich hat. Und kriegt man sonst nur an der Theke und da weißt du auch nicht wirklich so, ja, sind 7%, kann hier natürlich auch mehr sein, aber finde ich geil, dass man die hier einfach rammen kann, muss nicht an die Theke gehen. Ich habe jetzt letztens beim Schlachter das 500 Gramm gekauft. Da ist Kaufland dann ausgestellt. Gerade wie Burger. Kaufland ist echt vom Fleischsortiment, was sie im Regal haben, ja. Absolute Bombe. Ja. Riesig. Gerade hier, was richtig gut. Erdbeeren habe ich immer. Sonst, ich wollte gerade sagen, und wenn du es im Auto hast, dann dieser Sommermix, den hatte ich zusammen mit so Honeyballs, Honigflakes, Sommermix rein, richtig, richtig gut. Aber danke. Bist du auf dem Monster? Ja. Monster. Bin ja immer eher so bei dem Relentless. Echt? Ja. Ja, ganz oben, blau. Das ist aber halt Energy, wie man es kennt. Der Monster ist ja nochmal ein bisschen. Das ist so richtig schön Gummibärchen. Probiert Papa heute mal den Relentless. Mein Favorite. Habe ich, glaube ich, letztens, glaube ich, auch gehabt. Mein Favorite. Ich bin die definitiv in der Monster-Fraktion. Gerade in Amerika haben sie geile Sorten. Was gar nicht geht, ist, oder ich mag es überhaupt nicht, ist Rockstar. Das hier ist eins meiner absoluten Favorites. Ne? Die Diet. Alle sind alle zuckerfrei. Grapefruit, Zitrone, alles. Ach, das gucken. Alles zuckerfrei. Haben die hier Grapefruit? Orange haben sie hier. Na, Grapefruit haben sie hier nicht. Ich kaufe es mir auch mal bei Edeka. Und da haben sie Grapefruit als normal und dann halt als, ich würde sagen, extra bittere Variante. Nee. Wobei die Zitrone eiskalt, die hier, die. Auch gut? Richtig gut. Ja. Dann grabben wir die mal. Und alles an Zucker ist nur aus der Zitrone selbst. Also echt stabile Werte. Geil. Ja, und dazu mal alle, die mich immer fragen, solche Sachen tracke ich nicht. Also wenn ich mal richtig cutte, dann ja, aber. Ich echt momentan ja. Selbst mein. Alles. Momentan tracke ich selbst meine Pepsi Max morgens. Selbst 3 Beretta Rucola werden eiskalt getrackt. Da kommt nix. Auf der Drug Dealer Waage. Ja, sehr geil. So, ich würde mal sagen, wir sind an der Kasse angelangt.
Einen habe ich noch, für die, die meine Videos noch nicht gesehen haben, wenn es vier haben. Dein Low-Fat-Eis, ne? Das ist echt ein guter Tipp für alle, die mal Eis essen wollen. Hat zwar immer noch 100 Gramm. 4,4 Gramm Fett. Das waren ungelogen 5 letztes Mal. Wir haben die Werte nachgetrackt. Nachgetrackt. Leicht. Geht. Weniger Fett. Ist gut. Bonbon Vanille. Kann ich empfehlen. Leider gibt es wirklich nur Vanille. Wir müssen mal die anderen Sorten auch rausbringen. Also ich würde mal sagen, Kasse. Das war das, die Kaufland Edition. Weil jetzt an der Kasse gibt es, glaube ich, nichts mehr. Wir wurden hier auch schon angehalten, nicht zu fotografieren, die Produkte. Ja, jetzt haben wir doch gefilmt. Jetzt gehen wir mit Tim rüber zu Aldi. Da gibt es dann seine Edition mit den geilsten Produkten. Verlinke ich irgendwo hier. Und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonnieren, teilen, alles, was ihr nur kennt. Ne? See you next time.